Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute schauen wir uns an, Pizmeet packt ihn aus. Ja, das ist ja unser schönes Format, wo wir Sachen geschickt bekommen und die dann jeder für sich auspacken und ausprobieren. Und da gab es letztens wieder eine neue Folge, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Hallo und herzlich willkommen zu Pizmeet packt aus. Was? Sehen wir dich jetzt doppelt? Wieso? Naja, einmal in großen, einmal in klein. Ja. Krass. Krass. Dich wahrscheinlich gleich auch. Bei jedem Koch-React. Zu heftig. Ja, was soll ich groß erklären? Boah, krass, ist die Christian jetzt groß. Ist das ein Roguelike? Ich glaube, Andi, der die aussucht und packen die aus und benutzen die. Enjoy your gift. Guck mal, Peter, Christian nimmt in Peters alter Wohnung auf. Wieso? Wenn der Zoom nochmal rausgeht, kannst du links so bei Kartons. Kein Klack schnacken. Wow. Auf den Scheiß. Bin sehr gespannt. Ja, hab ich alle weggeschmissen. Hier sind so Gläser drauf. Also, es spoilert jetzt schon, glaube ich, ein bisschen. Da sind so Gläser drauf. Also, ein paar geile Biergläser würde ich auch nehmen. Ach du Scheiße. Nicht dein Ernst. Das ist ja mal was für. Alter, Peter wird sich richtig freuen. Ein Bierbrauset. Okay. Da kann ich schon durchgucken. Irgendwas mit Kit. Ist es das Auto? Ich guck nicht hin. Ich hol's einfach raus. Das hatte ich als Kind, das Auto. Meine Eltern haben mich gehasst dafür. Hat obwohl sie es mir geschenkt haben. Gemacht oder was? Nee, das Auto, das hatte so Geräusche und da war so ein Funkding dran. Dadurch konntest du, ach, du quasi Kacke reden und das wurde lauter gemacht. Dann habe ich natürlich den ganzen Tag. Das ist, das ist übrigens das Paket, was mir dreimal nicht angekommen ist. Ach ja, stimmt. Mir, so hin und her. Deswegen ist die Folge musste auch so alt, weil wir ungefähr 2 Monate auf Jonas. Alter, das war so nervig. Stimmt. Weil Mikkel das an eine Poststation gesendet hat, aber seinen Namen mit meiner Postnummer angegeben hat, was natürlich nicht so ganz confirm ist und zusammenpasst. Dann wussten die nie, wo das ist. Und einmal ist mein Paket einmal 60 Kilometer von Gießen entfernt in Nidderau abgeliefert worden und einmal irgendwo anders, wo ich jetzt suchen musste. Klingt gut. Paketstationen haben die in Gießen einfach nicht. Ja. Das ist nicht so leicht hier mit dem Auspacken. So. Okay. Skeptik. Your very own 5-Liter Brewery. Es ist Bier zum selber. Beer-Making Kit. Das Braufässchen. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist ein Beer-Making Kit. Ein Bierfässchen. Oh, wie cool ist das denn? Ja, okay, Pilz. Du wolltest schon immer mal dein eigenes Bier brauen. Ich muss zugeben, das gekaufte Bier schmeckt auch immer ziemlich gut. Ich finde, das ist ja tatsächlich mal hier was Sinnvolles. Wow. Alkohol, was wir hier machen. Krass. Alles drin inklusive 5-Liter-Fass. Vorbereitet in 10 Minuten. Fertig nach 7 Tagen. Dann gönnen wir uns in 7 Tagen ein Bierchen. Du hast mit diesem Set alles in der Hand, was du zum Brauen deines eigenen Bieres benötigst. Nüchtern betrachtet ist das traditionelle Bierbrauen ein aufwendiger und anspruchsvoller Prozess. Nüchtern betrachtet. Wir haben den Brauprozess und die Zutaten so optimiert, dass du zu Hause in deiner Küche auch ohne Vorkenntnisse zum Braumeister werden kannst. Wie es funktioniert, findest du in der Anleitung beschrieben. In 10 Minuten steht auf dem Karton drauf. Das heißt, ab jetzt 10 Minuten, da bin ich immer gespannt. Also, hier haben wir das versprochene 5-Liter-Fässchen. Logen. Wenn du das schon mal gemacht hast, klappt das. Ja, wir haben 3/4 Stunde gebraucht oder so. Also, länger. Ich glaube, wenn du halt weißt, was du machen musst, du musst es ja nur da reinkippen, Wasser drauf und dann ist halt gut. Ja. Aber und dann schäumt sich Scheiße wie sonst was, der Schaum geht nicht weg und das funktioniert immer noch nicht. Und Bierhefe, Hopfenhops genommen. Das ist das Malzextrakt. Die Sachen wird jeder kennen, der mal so eine Bierbrauhausführung mitgemacht hat. Und dann, da sind 650 Gramm drin. Bitte vollständig in das Fass entleeren. Ich hoffe, dass. Also eigentlich kann man das ja nicht verkacken. Das ist die Hälfte. Das ist ja wirklich für Dumme, auch so mit Nummern drauf und so. Also wer das verkackt, der ist schon richtig Banane. Schmeckt das da nicht auch alles gleich? Hopfenhops? Hopfenhops? Das hört sich ja lustig an. Na gut. Entferne den transparenten Deckel auf der Oberseite des Fasses. Hebe den Deckel für einen späteren Arbeitsschritt auf. Ich glaube, der hier ist gemeint. Fülle das Malzextrakt aus dem Beutel in das Fass. Ich achte das dabei darauf, dass gemacht. Küche war besetzt. Alle? Also wer ist denn? Zwei von fünf. Die Mehrheit also. Küche ist tatsächlich besetzt gewesen bei mir, deswegen musste ich das da machen. Nicht zu viel Extrakt in dem Beutel verbleibt. Okay, kein Thema. Ich glaube, das stinkt jetzt. Ich glaube, das riecht richtig müffelig. Das war mega, auch mega geil. Ja, Karamell. Ja, riecht aber sehr leicht nach Malz nur. Boah, krass. Okay.
Ne, tue ich überhaupt nicht. Krass. Okay. So, und jetzt müssen wir einfach nur so machen, ne? Kann man das so da rein... Jo, das kann man sogar da reinklippen. Jetzt könnte man meinen, die waren clever, dieses Loch exakt so groß ist. Doch, die waren clever. Geil, das passt genau hier drauf. Wie so eine Zahnpastatube. Über so einer Zahnpastatube ist immer noch ein bisschen was drin. Ich mach das lieber in der Küche, sonst krieg ich Ärger. Das klebt die Hulle. Da kommt es. Ach so, lol. Das passt einfach drauf. Das ist ja 10 von 10 smart. Geht da was raus? Ja, ich glaube schon. Ist das jetzt super schlecht da rausgekommen, die Scheiße. Ja, weißt du warum? Weil die Luft nirgendwo raus kann. Das habe ich nämlich auch dann gemerkt. Und dann ist Quatsch passiert. Ist das eigenes Bier brauen? Oder ist das jetzt hier gerade so wie, wenn ich... Es gibt ja so Kochboxen. So gute Köche in einer guten Küche. Peter drückt schon voll. Kochen dir dann das Essen vor, vakuumieren dir das ein und du musst das nur noch warm machen. Ist das so wenn eine dir Art der Beutel platzt, das wäre jetzt awesome. Soll ich jetzt mal? Nein, da. Oh, fuck. Ja. Me. Geil. Oh nein. Nein, was ist das? Nein, geh da rein. Oh, ich habe eine riesen Blubberblase gemacht. Shit. Was macht es? Nein, mach keine Blubberblase, das ist schon rum. Also sieht zwar so aus, als wäre der Beutel relativ leer. Das ist wie zäh wie Honig. Wie hoch kann ich das wohl machen, ohne dass was daneben geht? Geil. So viel zu kannst du eigentlich nicht verkacken. Das hat auch geklebt, die Hulle. Ja. Nein. Dann hast du so eine Blase und dann geht das auch. Nein. Oh mein Gott. Das gleiche Problem hatte ich auch, ey. Das ist jetzt so eine Blase. Oh, guck mal, Fingerreim. Man ist viel. Alter. Oh, mein Gott. Da so Blasen da raus. What the fuck? Alter. Oh, mein Gott. Lief nicht so optimal, sag ich mal. Ich kann man nicht verkacken, gleich. Hä? Ey, das mit dem Luftding, da haben wir, so haben wir aber nicht gerechnet. Nö, jetzt ist da so eine Luftblase drin gewesen. Oh scheiße, jetzt ist da ein Messer. Oh nee, oh, das klebt ja alles völlig. Oh Gott. Okay. Okay, mitrücken kann ich nicht. Was ein Bram kann, ist einfach easy. Okay. Check. Ich würde es aber schon gerne mal probieren. Das wird scheiße schmecken, aber hey. Die gleiche Konsistenz wie Honig, nur wie so ein Vitamalz. Aber süßlich. Ich denke, das wird wie ein Pilz. Da würde ich jetzt eher schätzen, das wird ein Alt. Aber ich hätte jetzt echt gedacht, das schmeckt ekliger. Schmeckt das denn? Oh, ist sehr klebrig. Hm. Man schmeckt nichts. Zunächst 400 Milliliter kaltes Wasser in Messbecher abmessen. Hat zu wenig wohl genommen. Also. Okay. Das Fass füllen. Messe anschließend 1 Liter kochendes Wasser ab und fülle es ebenfalls hinein. Oh ja, das war 10 von 10. Koche etwas ja. mehr Wasser und sterilisiere damit das mitgelieferte Druckventil. Alter, wie soll man in Gießen an Meerwasser kommen erstmal? Okay. Also, kaltes Wasser? Kaltes Wasser. Okay. Trichterwasser. Dann kommt da ein Liter heißes Wasser rein. Als wenn ich jetzt kein Liter heißes Wasser gemacht habe. Tja, okay. Müssen kurz warten. So, das Wasser kocht. 1 Liter kommt jetzt da rein. Zack. Boah, und als nächstes dann Schnaps brennen zu Hause. Das finde ich auch nicht. Yo, das wäre okay. Cool. Du hast sogar fast alles im Fass gelandet. Mit okay. Viel für alle. Aber 1 Liter kochendes Wasser. Darf jetzt nicht in die Hose gehen. Wait, oh, das ist ja nicht mal. Das ist ja. Oh Gott. Das hat nicht mal so ein. Genau, das ist ja nicht mal zum Schütten vorne. Du machst es dir aber auch echt unfassbar schwer. Ja. What the fuck? What the fuck? Ich habe mir die Eier verbrannt. Was für eine Scheißkonstruktion macht bitte Severin da? Das ist ja einfach richtig dumm. Das ist echt richtig scheiße. Dann läuft es komplett hinten noch runter. Und Severin ist doch wirklich eine bekannte Marke. Das ist echt scheiße. Wo man denkt so, okay, die machen keinen Quatsch. Ja. Vielleicht liegt es aber auch an der Person, die das bedient. Okay. Perfekt, haben wir oben ein bisschen kochendes Wasser draufgetan. Das war gewollt, damit wir das hier sauber machen können. Was nun? Setze den transparenten Deckel erneut auf die Öffnung des Fasses. Schüttel das Fass für etwa 30 Sekunden. Beim Schütteln gegen den transparenten Deckel drücken. Oh, der Deckel wird heiß, Alter. Ja. Der Boden wird Koche, heiß. Koche, Alter. Ganze Fass ist ganz schön heiß. Ich wollte nämlich gerade sagen. Ich hab mich auf die Uhr geguckt. Ist ja auch kochendes Wasser.
Oh nee, jetzt ist es zu heiß. Da ist mein Homemade Bier drin. Mein erstes Bier, was ich gemacht habe. Das ist das erste Bier. Grönemeyer, was ist das hier? Grönemeyer. Der die Eier abgeschnitten hat. Aber ja. mein erstes Bier für mich. Heiß. Alter. Mein Daumen ist heiß. Au. 5, 4, 3, 2, 1. Aua. Vorteil ist, Spaß. Wenn man direkt in der Küche ist. Ich muss genau 30 Sekunden das machen. Ich gucke auf die Uhr. Ist auf jeden Fall warm. Nur daraus einmal ohne Zusammenhang Sekunden. Gift machen. Ja. Ja. Hä? Achso, wegen dem Mikro hört sich das. Wie lang sind 30 Sekunden? Es läuft kein Timer. Oh Mann. Wir haben locker 2 Minuten diese scheiß Fass geschüttet, weil ich vercheckt habe. Es geht wahrscheinlich da einfach auch nur darum, dass du quasi das Malz komplett weglöst. Ja, ja, ich glaube, da machst du das nicht kaputt mit dem Bier. Vielleicht durch diese ganze Verunstaltung mit meinen Bakterien vorher habe ich es kaputt gemacht. Kann jetzt kannst du dein Fass mit kaltem Wasser nachfüllen. Naja. Nutze dazu den Messbecher und fülle insgesamt 2,8 Liter kaltes Wasser in das Fass. Das kippen wir mal easy peasy entspannt da rein. Ich wette, irgendwer wird übelst hart rumsauen beim Einschütten. Gut. Habe ich auf irgendwas Wichtiges gespritzt? Nein. Ich tue noch ein bisschen mehr rein, weil ich weiß, ich habe zweimal jetzt einiges auf den Deckel gedingst. Aha, okay, wir sind fast oben angekommen. Bram hat mit dem Steril genauso ernst genommen wie ich. Direkt das Loch. Ich hatte nie drin, dass du steril arbeiten sollst. Hätte ich jetzt das Loch nicht drin? Okay. Mein nicht. Ja. Sollte während Schritt 5 viel Schaum entstehen, bitte den Vorgang für 5 bis 10 Minuten unterbrechen, bevor das restliche Wasser zugegeben wird. Ey, das ist alles noch. Ach komm. Als ob. Oh mein Gott. Jetzt schon? Da fehlen noch 500 Milliliter. Hey, bei mir war überhaupt nicht so viel Schaum. Und den ich hab das bei mir hat das auch gemacht. Gar nicht geschäumt. Also nur so ein bisschen. Ha. Von in das Fass. Habt da wohl schon was falsch gemacht. Gut. Hefe 1. Nee. Hefe 2. Hopfen. Das riecht aber gut. Das riecht sehr lecker. Hopfenaroma. Aha. Wie flüssig bist denn du? Oh. Ich bräuchte einen Trichter, ey. Alter, ein Trichter wäre so smart gewesen. Holy shit. Wieso habe ich keinen Trichter benutzt? Oh ja. Oh ja, der riecht hopfig. Der Hopfen riecht hopfig. Schreiben dir nicht mal rein, dass man einen Trichter verwenden sollte. Echt mal. Alles schön da rein. Brauchst du vielleicht nicht. Schütteln, weil die Hefe ist ja... Verschließe die Öffnung des Fasses mit dem mitgelieferten Druckventil. Achte dabei darauf, den inneren Teil des Ventils nicht ins Fass zu drücken. Hier ist ja extra so eine Kerbe drin. Kommt da jetzt da drauf, bis das hier halt so... So. Und flupp ist das Ding zu. Frag mich, wie man den inneren Teil da reindrücken soll. Ja, weiß ich auch nicht. Verstehe auch nicht so ganz. Aber Peter kriegt das nicht mal da rein, finde ich nice. Ja. Das Fass sollte immer in senkrechter Position aufgestellt werden und das Druckventil dabei nach oben zeigen. Fertig fürs Erste. Jetzt heißt's warten. Lass das Fass nun möglichst unbewegt. Alter, alleine diese Phrase in diesem Satz, dass das Ventil immer nach oben zeigen soll. Welcher Vollidiot stellt das Fass bitte ja, doch, falsch dann rum hin? Kühlschrank kannst du ja hinlegen. Weißt du? Ja, aber da steht, es wird ja gesagt, das Ventil sollte dabei immer oben bleiben. Also als ja, ob wenn jemand hinlegst, das einfach ist es auch nicht oben. Wenn du vorher schon senkrecht stehst, wenn du vorher schon, das stand ja schon vorher in dem Vorsatz, dass du dann senkrecht hinstellen sollst. Ja, die machen es lieber doppelt für ja, die Dosen. Das ist ja wirklich wie richtig dumm. Ich finde das ganz gut. Da fehlen mir haben noch Infos gefehlt, wie beispielsweise benutzen sie einen Trichter. Für 5 Tage bei Raumtemperatur stehen. Die Gärphase darf auch einige Tage länger dauern, sollte jedoch nicht kürzer als 5 Tage sein. Achtung, während der Gärung kann Schaum aus dem Ventil austreten. Platziere das Fass mit ausreichend Abstand zu Möbeln und Wänden und bewege es während der Gärung möglichst nicht. Wie soll das gehen? Ja, habe ich 7 Tage hinter mir auf dem Tisch stehen gehabt. Ja. Ja, ich habe auch so das Ding ausgeräumt und habe das da 2 Wochen einfach hinter mich hingestellt. 2 Wochen? Stellen wir das jetzt irgendwo hin. Und ich sag mal so, wir sehen uns dann in 7 Tagen wieder. Ich würde sagen, dieses geile Schätzchen... Stellen wir mal auf den Boden. Das war halt bei mir schon echt krass mit dem Ventil. Also ich habe wirklich nach dem ersten Tag kam
bestimmt alle 10 Minuten immer. Echt? Ach, krass. Und das splashte, also wirklich, mein gesamter oberer Rand war voll mit Zeug, mit Bier und, also beziehungsweise angefangenem Bier und so weiter. Also es war wirklich viel. Ich habe mir eine so eine Küchenrolle dahingestellt, habe da wahrscheinlich pro Tag das 5-6 Mal sauber gewischt. Krass. Das war richtig heftig. Das ist ja aber auch ganz schön ungeil. Ja. In 7 Tagen wieder zur Verkostung. Es ist jetzt 2 Wochen später. Ich habe es ein bisschen gern lassen. Und hier stehen so Sachen. Ja, da stand ja drin, mindestens 5 Tage, kann aber gerne länger dauern. Ja, ja. Drauf. Wir mussten ja auf Jay warten. Freunde, Spatiaten. 2 Wochen gereift und ein bisschen kühl. Okay, wir sind 1 Woche später. Da ist das Fässchen. Das hat 5 Tage gereift und dann habe ich es nach draußen gestellt, bis hier dieser unfassbare Kältezug durch Deutschland ging. Danach ist es in den Kühlschrank gewandert. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu Schaden gekommen sein, das Bier. 1 Woche ist vergangen, riecht schon ganz gut. Oben ist nicht viel rausgekommen, muss man sagen. So, wir sind zurück. Wir sind hier gerade Sushi am Vorbereiten, weil wir uns einen sehr schönen, gemütlichen Abend machen wollen. Und da dachte ich, was gäbe es Besseres als ein selbstgebrautes Bier dazu? Aber, hört man das? Das ist nicht nur das Kluckern von dem Bier, sondern auch von einem großen, großen Eisklumpen, der da drin ist. Vielleicht habe ich die Temperaturen auf dem Balkon unterschätzt und dachte mir, Spaß, ein bisschen Platz im Kühlschrank, so eine Woche im Kühlschrank. Abend damit, da ist der halbe Kühlschrank weg, ne? ja, aber Bodenfrost scheint wohl auch irgendwie bis zum Balkon zu reichen. Erst muss ich das zur Seite packen. Dieses Druckventil, damit Luft ausgeht. Ah. Das war richtig krass. Oh, wait, das war alles? Ja, ist ja alles. Richtig lang. Aha. Oh. Ja, riecht ein bisschen nach Hefe und so. Wobei Jay kommt immer noch schon. Auf jeden Fall noch was raus. So, jetzt geht los. Ja, rausholen. Selbstgebrautes Bier. Bin ich gespannt. Oh, what? Der hat doch vergessen, den Druck abzulösen. Ich wollte sagen, der hat wahrscheinlich... Der Dulli, ey. Da kann man nur schauen. Ja, richtig, so sieht das nämlich eher aus. Hey, what the fuck? Peter, was ist denn da los? Ist das unser Bier? Ja. Ja, guck mal, da kommt das raus. Ja, also, ich hatte das halt eine Nacht nach draußen gestellt und wir hatten wir haben draußen einen Thermometer immer platziert. Wir hatten da eigentlich keine Minustemperatur, aber trotzdem ist das irgendwie eingefroren. Das war sehr belastend. Gieselt. Wenn ich das hier so richtig sehe, dann schäumt das aber auch noch ganz gut. Also Kohlensäure scheint dann doch noch ganz gut vorhanden zu sein. Das läuft. Das Bier kommt. Es ist naturtrüb. Da muss man ein bisschen mehr Schaum dran. Schaum, Leute. Da ist es. Mein eigenes erst gebrautes Bier. Biege die Lasche vom Zapfhahn nach außen. Oh oh. Geht nicht. Bist du blöd dafür? Ich muss dann einfach nur nach vorne drücken. Das steht doch da drauf. Da kommt nichts. Hast du einen Plan? Aha. Große Fläche für Alterensport. Oh mein Gott, warte mal. Oder Tanzvereine. Nur eingeschränkt Lebensmittelkampf. Ja, ich muss ja mit rechts das da rausziehen. Das ist ja nicht für, also die Position ist ja nicht für Linkshänder, also für Rechtshänder gemacht. Ha. So, haben wir bis zum Anschlag. Halte dein Glas und den Zapf und drehe den leicht nach links. Ah! Bier! Wir kriegen Bier! Wo denn? Jetzt bin ich aber gespannt. Wie viel willst du denn? Doch nicht mit so einem Riesending. Bin ich eine Frau oder was? Okay, welches Glas willst du denn hier? Welches ist denn hier ein Glas? Was überhaupt für Bier zuständig wäre? Okay, wir haben 40 Minuten gewartet. Oh, da ist er wieder. Ah, Druck. Immer noch arschkalt, aber vielleicht kommt jetzt was raus. Ah. Okay, es entwickelt sich keine richtige Krone. Das ist sonderbar. Hani, möchtest du auch ein Bier? Ist halt gefroren, ne? Ja. Wenn man das die ganze Zeit draußen so lagert, Peter. Ich weiß, du zappt man nicht. Einen Tag. So auch. Ist vielleicht wenigstens irgendwas passiert? Sieht ein bisschen trüb aus. Oh, in der Gebrauchsanweisung stand auch da drin, dass man das nicht draußen lagern sollte, Peter.
Fuck you. Bei Raumtemperatur. Bin ich so der Biertrinker, aber wir probieren es mal. Das sieht voll sehr komisch aus bei Bram. Aus, ja. Das sieht ganz komisch aus. Das ist wie ein Bananenweizen, aber ja. Ja. Noch. So, ja, dann Prost aber auf euch. Sollte es ja sein. Genau. Ja, bei euch sah es richtig aus. Auf mich und auf uns. Alles Gute zum Valentinstag. Machen wir mal den Test. Jo. Okay, das Test ist Echsen. Schmeckt nicht besonders gut. Prost. Aus Bier. Von der Trübung würde ich sagen, sieht das, das sieht aus wie so ein Hefeweizen. Oh, das ist aber sehr... Also es riecht stärker, als es schmeckt. Sehr wässrig. Also es schmeckt ein bisschen hopfiger, aber finde ich es nicht schlecht. Es hat auf jeden Fall mehr Aroma als so ein Pille-Palle-Pilz, ne? Aber ist eigentlich ganz lecker. So meine Bewertung hier, ich würde eine Bewertung abgeben. Ich würde da 8 von 10 Sepios geben. Also das, man muss vielleicht 2-3 Schlucke nehmen, damit man sich so dran gewöhnt, weil ich bin eher so der helle Trinker. Also das helles Bier. Wenn man sich daran gewöhnt hat, also so mal 2-3 Schlucke genommen hat. Im Vergleich zu dem Bier, was du sonst trinkst. Ja, lecker. So. Also. Das ist ja jetzt total belastend. Gefällt mir nicht. Das hat zu wenig Kohlensäure. Hat einen sonderbaren, bitteren Nachgeschmack, aber nicht einen geilen Hopfing. Ja, aber bei Sepp war auch gefroren. Hattest du zu wenig Kohlensäure? Nö. Aber meins war ja nur halb gefroren. Ja. Sondern wirklich bitteren. Sepp hat es halt nur einen Tag wahrscheinlich draußen gelagert. Meiner Meinung nach. Ich meine, kann jetzt natürlich alles zerstört sein, dadurch, dass das aus irgendwelchen Gründen eingefroren ist, weil es draußen so kalt war. Ich meine, wie gesagt, es schäumt auch null, dass da irgendwas nicht richtig ist, aber das ist nicht geil. Ganz schön belastend. Ist Bier? Schmeckt jetzt auch nicht beschissen, schmeckt halt wie Bier, ist aber trotzdem nicht meins. Kann man aber trinken. Kriegt von mir eine 5 von 10. Ja, es ist ein mildes Bier, sag ich mal. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie hoch der Alkoholgehalt ist, denn es dürfte ja, durchaus unterschiedlich sein. Also es schmeckt schon nach Bier. So viel kann man sagen. Es schmeckt auch eigentlich ganz gut. Bisschen laff. Ja, das ja. Ja, habe ich gehört. Was, wo willst du jetzt hier rum? Muss hier nicht Sirene spielen, ne? Kann ich durchaus empfehlen. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, Mensch, das ganze Fass muss leider weg. Das kann man gut trinken. Schmeckt wie Pilz. Bisschen hefig, oder? Wenn du riechst. Aber süffig. Ich muss sagen, also ich, wie gesagt, ich bin halt kein großer Biertrinker, deswegen kann ich da nicht groß was zu sagen. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Also dafür, dass ich mein eigenes Bier gemacht habe, ratet man sowas jetzt. Bier bekommt halt bei mir eine 5 von 10. Egal welches Bier es ist. Wobei, es ist halt ein leckereres Bier. Deswegen halt eine 5 von 10 und nicht was Schlechteres. ja, das war auf jeden Fall der Folge Pizza Pack aus. Ich habe da vorhin also 2 von den Krügen getrunken. Und das während eines WoW-Raids. Und danach habe ich echt einen Sitzen gehabt. Also ich habe das echt übelst gemerkt. Aber ich trinke halt auch fast nie Alkohol. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das ein bisschen stärker war. Ich hatte echt einen Sitzen. Jetzt nicht so, aber... ich hatte auch Kopfschmerzen am nächsten Tag. Also, oh, das war krass, nach 2 Krügen Bier. Habt ihr schon mal jemals Bier selber gemacht? Wenn ja, wie lief es denn bei euch? Hoffentlich hat es bei den anderen besser geklappt. Das war Pete's Meat packt aus. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hat Andi Peter so ein Geschenk gemacht, ja, und dann wird Peter trotzdem so enttäuscht. Ja. Viel Spaß noch am restlichen Tage. Ich hoffe, ihr wart auch sehr gut unterhalten von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis mein zum nächsten Gott, Mal. Boah, Sonntag, ey. Alter. Eine Weihnachtsansage. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein schönes Spiel. Das passt ganz gut. Also das hat durchaus Spaß gemacht, aber ich habe auch einige Fehler gemacht, leider, und deswegen ist es bei mir nicht so gut geworden. Schön, dass es bei euch besser geworden ist. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe dann natürlich alles weggetan und das hat sehr weh getan im Herzen. Das ungefähr ist Peters Gesicht, wenn ich wieder sage, dass Peter da draußen gelagert hat. Fuck you. Das habe ich voll getriggert in den Kommentaren. Ich habe mir das aber nicht gar nicht gemerkt bei Instagram. Wir sind gar nicht so doof, wie wir denken. Also schon doof, aber nicht ganz so doof. Das war ein ganz wichtiger und feiner Unterschied. Aber jetzt, wenn ich mir den Cut so angeguckt habe, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man durch den Cut denken könnte, ich hätte das die kompletten 2 Wochen draußen gelagert. Nee. Ich habe das doch sogar hinter mich gepackt.
Du hast doch sogar auch noch gesagt, ja, das war jetzt irgendwie über Nacht auf dem Balkon nur. Ja. Also das war. Ich weiß aber nicht, ob gesagt wurde, dass man es 2 Tage vorher kühlen sollte. Nee, das wurde nicht gesagt. Ja, nee, und das dann stimmt, das wurde nicht gesagt. Ist natürlich, Hersteller sagt, bei Raumtemperatur lagern. Dann kann ich das schon verstehen. Gut, stand natürlich drin, dass man es erst bei Raumtemperatur lagern und dann kühlen soll. Aber cool. Wer will denn Raumtemperaturbier trinken? Die Engländer. Ah. Ja, war aber lustig, war cool eigentlich. Also ich freue mich schon auf die nächste Folge. Pete's Meat packt ihn aus. Mal gucken, was dann auf uns wartet. Und wir danken vielmals hier fürs Zuschauen beim Rack. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.